Ach, der Hals der Welt. Herzlich willkommen zurück zum Let's Roleplay Skyrim Anniversary Edition. Wir sind weit gekommen schon. Wir haben einige Sachen entdeckt und wir wollen uns jetzt häuslich niederlassen mit dieser kleinen Elytra-Nymphen, Spinne, Käfer. Okay. Ja, doch, ist eine Spinne. Wenn das da auch, das Vorderbeine wahrscheinlich. Ja, Fühler hat sie auch. Könnte eine Spinne sein oder so irgendwas. Sag du mal, Sven. Hallo. Hast eine coole Rüstung bekommen, hä? Ja, und ich wäre fast draufgegangen, hä? Ja gut, also wir sind hier wieder beim Goldhügel. Bauernhof, das wir geerbt haben, sozusagen. Ja, unoffiziell, aber ja, der Farmer war tot. Der wurde umgebracht von einer Hexe. Da müssen wir noch der Spur nachgehen. Und wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt nach Falkenring runter, um ein Haus zu bauen. Nein, liebes Spiel, nein. Ich will nicht. Und darf nicht mal so drücken. Ja, eben die Bedienung von diesem Spiel. Es tut mich manchmal fast verzweifeln lassen. Ich weiß nicht, wieso sie die PC-Steuerung so schlecht gemacht haben. Aber gut, ich war noch nie Fan. Ich habe die Vorgänger immer geliebt. Ja, Oblivion war auch ein bisschen schlimm mit der Steuerung. Aber ja, Morrowind war ja natürlich noch sehr gut mit der Steuerung. Noch nicht so konsolenhaft, beziehungsweise einfach falsch auf den PC gebracht. Auf jeden Fall ist die Steuerung in Skyrim natürlich viel schlechter geworden. Ah. Oh. Da tauchen ein paar den Kaiserlichen auf, hallo. Okay, hat nichts zu sagen. Was wollt ihr denn hier? Habt ihr das gesehen? Die haben sich einfach teleportiert. Also, warum seid ihr in die Armee eingetreten? Ich weiß, das sagen alle. Fremde Länder besuchen, die Welt sehen. Aber in meinem Fall stimmt es. Ich dachte nur nicht, dass ich dabei mehr zu sehen bekommen würde, als mir lieb ist. Okay, die Späne sind ein bisschen langsam. Warum seid ihr in die Armee eingetreten? Mein Vater war in der Armee und sein Vater vor ihm. Ich glaube, mir ist nie etwas anderes in den Sinn gekommen. Du musst mit ihm reden. Du musst ihn anschauen. Okay. Lustig. Ja, es passiert auch immer wieder etwas, aber manchmal ist es auch ein bisschen zu schwer. Und es leckt aus irgendwelchen Gründen manchmal. Kommt das Spiel nicht nah mit dem World generieren oder so? Keine Ahnung. Aber es ist komisch, weil ich habe über 300 FPS und dann plötzlich mal nichts. Also die Version, die läuft irgendwie nicht so gut wie die alte, die Special Edition. Keine Ahnung wieso. Ich hoffe, es passiert nicht oft. Ja, sonst kann mir gerne jemand mal sagen, was das ist. Vielleicht die Skalierung. Ist halt auf 100%, damit man auch sehr gute Sichtweite hat und so. Ist einfach von den Nvidia-Einstellungen so. Okay, da haben wir Talmors. Geht, ja. Sofort. Ein Stadthalter. Ihr mischt euch in offizielle Angelegenheiten der Talmor ein. Wer seid ihr? Ich bin ein Statthalter der Talmor in wichtigen Angelegenheiten, in die ihr euch einmischt. Darf ich euch töten? Wer sind die Talmor? Wir sind Sondergesandte des Altmeri-Bundes, der rechtmäßigen Herrscher von Tamriel. Wenn ihr wollt, dann kann ich euch zeigen, warum. Gut. Wenn ihr schlau seid, dann geht ihr. Ja, sie sind ja nicht unsere Gegner. Geht, sofort. Alle Talmor so eine hohe Meinung vor sich. Dass wir den Menschen überlegen sind, ist eine wohlbekannte Tatsache. Nehmt zum Beispiel diese Verehrung des Talus, des neunten Göttlichen. Daran glaubt ihr doch gewiss nicht. Oder vielleicht gibt es etwas, was ihr gerne gestehen möchtet. Ihr habt mich, ich glaube an Talus. Ich kann jeden verehren, mit dem ich will. Ich will sie angreifen, aber werden wahrscheinlich sterben. Ich kann jeden verehren, den ich will. Das stimmt nicht. Ihr könnt alle Götter verehren, die ihr wollt. Aber Talus ist ein Mensch,
Nur ein Ketzer würde anders denken. Nein, das ist so schlimm. Und so werdet ihr den Tod eines Ketzers. Nein, sie greift uns an. Ich wollte. So, hey, hallo. Lass mich in Ruhe. Wurde er jetzt nicht beschworen? Wieso nicht? Hallo. Töten. Mann, wieso sind die so schnell? Eieiei. Was ist denn los? Ich habe fast kein Mana. Ich muss jetzt schnell heilen. So, und jetzt komm schnell. Ich weiß nicht, aber alle können mich so mega schnell. Da ist nicht genügend Mana. Danke, aber wo? Wieso tut das Spiel die Dinge nicht beschwören? Da ist er ja. Da ist der Feuerzeug nach. Wieso wird er immer so weit weg gespawnt? Oh. Und verstehe ich echt nichts. So, jetzt ist sie hinter der Mauer. Oh nein, sie kann rüber. Help me. Sie kann mich wieder abrutzeln. Help me. Ja, und er macht gar nichts. Mann, das Spiel ist kaputt. Oh, ist schon gestorben. Das ist jetzt eine Soldatin, glaube ich. Elfenrüstung, die ist nicht schwer, die nehmen wir mit. Das ist eine leichte Rüstung. Was hat er gemacht? Nichts. Wo ist sie hin? Ich suche ständig nur die Leichen. Können die nicht mal markiert werden? Jetzt kommen die Esel wieder. Okay. Da ist die Sache wieder weggeschleudert worden. Frostsalze. Talmarobe. Gut. So, und wo ist denn die letzte Soldatin? Könnte überall sein. Oh, was ist passiert? Keine Ahnung. Da. Hab sie schon gefunden. So. Also die ist wahrscheinlich besser, aber kannst du die schon mal übernehmen, bitte? Haben wir ihn eigentlich entschlagt? Wahrscheinlich schon. Ja. Ihn haben wir schon, ja, die Sachen raus. Nein, eben nicht. So. Gut, dann ja, müssen wir uns nochmals ausrüsten. Dann. Genau. Ah, die Bedienung geht gar nicht. Okay, Kapuze haben wir wieder. Scheinbar gar nicht umgerüstet oder so. Haltet gut. Die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es weiteren Ärger gibt. Ja, also passt lieber auf. Es kommen noch die Drachen. Oh. Okay. Also jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir speichern mal noch kurz. So fest. Und dann tun wir einfach ein bisschen beschreiben, wenn wir dann weiter geschafft haben. Aber auf jeden Fall, ja. Ich speichere halt nicht immer so schnell, weil ich manchmal mich verklicke und so. Okay, da haben wir noch einen Wolf. Da waren wir erst kürzlich schon. Und dann müssen wir eigentlich hier hoch, oder? Oder dort hoch? Dort hoch. Wo geht's denn hier hoch? Jetzt zu einer Festung, okay. Okay. Also kommt mit, gell? Okay. So. Das Spiel zu spielen macht richtig viel Spaß, aber eben die Bedienung und das hat immer etwas passiert, ist ein bisschen zu wild, also naja. Ich kann da die Steuerung jetzt nicht anders machen, weil ja, da muss ich einfach mehr anders drücken, weil viele Doppelbelegungen sind und so.
macht das halt umso schwerer. Also dann finde ich wieder die Q-Taste zum Beispiel. Auf einer anderen Taste finde ich die Taste nicht mehr und so weiter. Ich habe es schon versucht. Aber ja, es ging einfach nicht. Es war schon schwer genug. Aber ich finde jetzt die Grafik hier mega schön. Also es ist mega detailliert. Ich hoffe, ihr seht es im Video auch sehr detailliert. Das ist natürlich auch eine mega hohe Qualität, die ich euch biete. Das ist irgendwie Take QR oder so und da auf der 9 oder der 8, glaube ich sogar. Also sehr ultra detailliert. Und ja, dafür muss ich auch lange hochladen. Und wenn ich wie heute nicht so viel Zeit habe, dann jo, kommt nur ein Part oder zwei Parts pro Tag leider. Aber dafür kommen bald wieder Livestreams, aber ich bin momentan echt nicht fit genug zum langen Livestream. Das sieht ja mega geil aus hier. Jo, sonst muss ich die Skalierung wirklich ein bisschen runterschrauben wieder, dass sie wieder zu Lex kommt. Aber es ist immer irgendwie in einem neuen Gebiet. Es ladet irgendwie nicht immer so richtig ganz komplett. Ja, immer wenn ein neues Gebiet kommt, ladet es leider nicht so richtig komplett. So, das ist eine Mühle. Ist das diese Mühle, die wir brauchen? Ja, Halbmondinsel, die brauchen wir. Okay, sehr gut. Also es ist einfach irgendwie, ist das Spiel überfordert mit der Anzahl von Dateien, Texturen, die sie laden müssen. Und zwar eben, ja, eine Menge, weil die Skalierung so mega hoch ist. Also eventuell muss ich da die Skalierung doch ein bisschen runterstufen. Aber das ist automatisch, ich habe die automatische NVIDIA-Einstellung genommen. Also das macht leider NVIDIA selber mit der Grafikkarte. Und ja, Grafikkarte ist ja gut, 3070, aber leider nicht ganz so optimal für so alte Spiele, die nicht so eine gute Engine haben. Also ja, ein bisschen überfordert sind dann mit der Anzahl der Texturen. Aber das ist das Spiel, oder? Das ist nicht die Grafikkarte, die irgendwie da Leistungseinbrüche hat oder so. Ich habe ja 16.166 MB. Und das sollte eigentlich mehr als genug für so ein Spiel sein, aber leider eben. Ja, so eine gute Grafik. In einem so schlechten Engine ist natürlich nicht so optimal. Für das flüssige Spiel. Also es leckt dann zwischendurch. Leider. Herd. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch eine Axt und bringt mir so viel Holz, wie ihr nur hacken könnt. Was ist mit der passiert? Wieso hast du so komische Augen? Habt ihr viele Gäste? Wir haben Gäste, so oft wir können. Aber jetzt sind nicht mehr so viele Reisende unterwegs. Der Krieg hält die Leute von der Straße fern. Okay. Hm. Welche Orte beliefert diese Mühle? Wir liefern nach Falkenring im Süden. Bis vor kurzem haben wir auch nach Helgen geliefert. Falkenring treibt mit den umliegenden Fürstentümern Handel. Und ohne unser Holz hätten sie Schwierigkeiten, ihre Preise niedrig zu halten. Okay. Jo, danke. Bis zum nächsten Mal. Kann ich mir hier nicht irgendwie eine Quest oder so? Irgendjemand hat irgendwas von Falkenring gesprochen. Wahrscheinlich keine Quest. Oder gibt es hier noch einen anderen? Gehen wir mal ins Haus, wenn wir können, wenn wir dürfen. Hm. Okay. Hühnereier. Sehen ein bisschen groß aus für Hühnereier, aber gut. Salz. Mehr Salz. Okay, ist zu. Sie ist ganz alleine hier? Okay. Schade. Hm. Ich hatte doch eine Quest. Was ist damit? Bruchbeinpass. Und Hüttenlager. Können wir mal annehmen. Stab ist wegen der Höhle jetzt noch nicht so gut zum Betreten. Okay. Das Labor. Verwalter.
Eine Rüstung aus einer Hütte. Okay, den können wir noch annehmen. Sartal, wo ist denn das? Finde Schalidos Schriften. Vermisste. Ah, das ist der mit dem Traumen da. Okay, Verschiedenes. Von goldener und dunkler Ausrüstung. Amens Familienschwert. Gartenakademie. Ja, das müssen wir noch nicht. Schneid der Azuro. Azura. Okay, also es ist doch keine Quest gewesen, dachte mir. Einfach, ich müsste mit ihr reden oder so. Aber irgendjemand hat darüber gesprochen, das weiß ich noch. Okay, Balkenring. Haben wir irgendwo Wegweiser? Müsste eigentlich in die Richtung sein. Ja, folgen wir einfach mal noch kurz den Weg. Sollte nämlich hier irgendwo südlich vom See sein, den haben wir gesehen vom Lager. Im Holzfäller. Bitte aus. Okay. Ja, ziemlich gemütlich hier. Wie geht's da? Geht's denn hier hin? Ein Wolf. Danke sehr, Sven. Warum haben wir irgendwie eine Spinne oder so etwas? Jagen wir doch die kurz. Greift irgendwas an, das ist nicht so gut. Könnte das nettes sein? Wo ist denn sie hin? Warum? Ja, nicht lecken, wie sagt mich jetzt gerade das Spiel so und Probleme machen. Das war im letzten Part noch nicht. Also ja, noch nicht so schlimm. Okay, dann muss ich da ein bisschen etwas fixen. Ja, ist wahrscheinlich die Skalierung. Euch töte ich gern eigen. Okay, aber was hat sie denn angegriffen? Das frage ich mich. Ich habe gar nichts gesehen. Was ist denn wahr? Irgendwo hier oben. Ja, vielleicht ist es geflohen, also diese Spinnweben, die machen ja nicht viel Schaden. Okay. Schade. Ja gut. Ich wollte einfach wissen, was sie jagt. Oh. Okay. Irgendwelche Pflanzenwesen. Okay, ist die Dach auf. Diese Feuer-Atronachen sind natürlich. Okay. Ewiggrüne Hain. Ziemlich cool. Oh, Mist, die sind stark. Greif an. Aua. Ah, die haben dort Damage over time, also. Mann. Ah, die tauchen wieder auf. Kann man die irgendwie verbrennen? Der eine ist tot. Okay. Oh! Pfahlwurzel, okay. Zweigling.
Schild. Feuerteil nach, macht doch nicht immer so viel Wucht. Heftig. Schild. Da ist jemand gestorben. Ein Alchemist. Nierenwurz. Und so ein Schwarzmagier, okay. Was macht der da? Was? Spatenfisch, okay. Noch ein Spatenfisch. Interesting. Okay. Schade, kein Geheimgang. Haben wir irgendwas noch versteckt? Ein Buch. Manny Marco, König der Würmer. Alchemie, okay. Oh. Viel Spaß beim Lesen. Ein Gedicht. Für war der Drachen. Ja, es heißt einfach Drachen, der Drachen erwachen, oder wie heißt das auf Deutsch? Okay. Ganz normal auf Englisch, aber ich weiß, ich kann mich noch erinnern an für war. The Dragonborn comes. Okay. Ja. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Weg. Okay, ist auch nichts mehr. Kommt die mit? Käfer ist immer so ein bisschen langsam. Komm, Käfer. Der kommt gar nicht mehr. Da, Spinne. Käfer, Spinne. Ja, okay. Viele Wölfe. Hallo? Tauch doch auf. Ja. Auch nicht immer so lange. Greif ihn. Sven, der Stärkste. Ja, starke Waffen. Ah, okay, da war der andere Wolf. Okay. Einen Turm. Ja. Zuerst mal meditieren. Ist wichtig. Okay, Banditen. Ich habe irgendwie Angst vor so starken Banditen. Wachturm von Falken. Ich glaube eher nicht Banditen. Honigwaben. Sehr schön. Tomaten. Holderbeeren, yeah. Okay. Hey, hallo. Käfer. Okay, es kommt jemand. Wach auf, ja. Ein Magier? Okay. Totenbeschwör. Oh, ein Totenbeschwör. Irgendjemand hat das Bäh gesagt. Jetzt komme ich weiter oben. Was ist denn das gewesen? Ja, der wurde beschworen. Ein Totenbeschwör beschwört einen Totenbeschwör? Okay. Das Buch der Daedra. Verfasser unbekannt. Aha.
Cavitius der Schreckliche, okay. Ah, okay. Scheint die Idee der Götter zu sein. Merunes Dagon. Meridia. Maluk Baal. Nocturnal. Drite. Sanguine. Cheogorat. Ah. Bayanima. Okay. Fertig. Dann können wir mitnehmen. Ah, okay. Dimensionsbrücken. Beschwörung verbessert auf 36. Sehr schön. Wir werden langsam wirklich sehr gut bei Beschwörung. Auf jeden Fall kein Anfänger mehr. Sehr interessant. Cool. Ich bin wirklich sehr freut, dass es so viele Necromancer hier gibt. Kann ich natürlich immer besser werden. Okay. Kleidung und Stiefel. Ist also ein Aschehaufen. Okay. Sieht nicht gerade so wichtig aus, aber okay. Ah, okay. Einen Lehrling haben wir besiegt. Der war aber ziemlich gut. Okay. Interesting. Nochmals verholte Beeren. Kartoffel. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Ein Knochen. Beschädigtes Buch. Das will ich nicht mitnehmen. Es wird beschädigt. So. Okay, mal wieder gut gegangen. Schauen wir mal kurz auf Krankheiten. Okay. Super. Uns geht's noch gut. Ich fühle mich auch gut. Wow, dieser Berg. Ist das krass schön. Geil. Okay, da haben wir aber noch einen Turm gehabt. Ah, das war einfach zu sehen hier, das ist kein Turm wahrscheinlich. Hm. Wachturmkaserne, Schlüssel erforderlich. Okay, da können wir gar nicht rein. Jo. Dann folgen wir einfach diesem Weg. Das ist, glaube ich, nicht der gleiche Weg. Da ist noch irgendwie ein Gegner. Oh, ein Skelett. Hallo. Heftigst. Winziger Seelenstein. Halskette. Ist denn hier jemand? Oder wieso ist hier ein Skelett gekommen? Muss uns irgendwie gesehen haben. Also jetzt sind wir, glaube ich, irgendwo ein bisschen weiter weg von Falkenring. Okay, ein Pferd. Vielleicht gar nicht schlecht. Oh. Lass mich mal kurz bitte in der Ruhe. Okay. Hallo? Man sieht's kaum. Nochmal ein Skelett? Okay, die haben hier irgendwas bewacht. Hm. Okay, aber hier ist nichts. Okay. Ja gut. Verstecken wir uns mal irgendwo hier oben. Okay, super, danke. Ah, war noch einer im Leben. Sieht man kaum. Okay. Da auf der Insel ist auch noch irgendwas. Ui, wo sind denn die wir jetzt? Wir sind hier.
Findet Schoffens Notizen zum Schmieden von goldener und dunkler Ausrüstung. Also wir müssen nochmals dorthin gehen. Aber ich will kurz schauen wegen dem Pferd. Vielleicht können wir es ja reiten. Das ist aber weg. Hallo Pferd. Pferdl. Wo bist du hin? Hier, was ist hier? Nichts. Okay. Wo ist das Pferd denn hin? Es war in die Richtung, oder? Was in die andere Richtung? Okay, gehen wir wieder nochmals zurück und schauen wegen dem Pferd. Sonst wird das ja noch angegriffen. Nicht so gut. Oder war es denn hier rechts? Es kann sein, dass es hier rechts war. Ja, es war, glaube ich, hier. Hä? Ah, okay, ich habe das Pferd wieder gefunden. Sehr schön. So, ich sammle jetzt aber nicht mehr so viele Pflanzen ein. Ich wollte eben noch ein bisschen mehr Alchemie machen. Ein Pferd zum Stehlen. Und wem gehört es? Es gehört doch in niemandem. Komisch. Vielleicht ist da oben jemand. Da ist nämlich eine Ruine. Okay. Ganz komisch. Wimmerwind, nördliches Bollwerk entdeckt. Okay. Ist hier jemand? Okay. Scheinbar nichts hier. Davor? Nö. Okay, dann lassen wir es hier. Jemand ist in dieser Ruine. Gut, dann gehen wir mal zum See runter. Da haben wir ja irgendwas auf einer Insel entdeckt. Vielleicht einer der Mythensteine, kann das sein? Müssen wir wieder hier zurückgehen. Ja. Interesting, interesting. Sehr viele Blumen. Also kommen wir hier zur Mühle. Nicht ganz. Gehen wir hier rechts mal. Und dann kommen wir schon zur Ruine. Okay. Wir müssen irgendwie in die Richtung, glaube ich, zur Mühle. Ja, sagt der Kompass. Aber wo war jetzt dieser See? Okay, hier ist die Mühle. Dann ist der See hier hinten dran. Okay, sehr gut. Also, wie können wir jetzt da... Ja, da müssen wir wahrscheinlich einbrechen, hä? Okay. Okay, dann müssen wir kurz... Oh. Nein. Sieht mich denn? Ganz komisch. Okay, wir haben es geschafft. So. Hallo. Glas. Okay. Ganz cool. Hier haben wir nichts. Fasanenbruchstück. Hier haben wir auch nichts.
Eine Kommode. Händlerstiefel. Wieder. Mehlsack. Vielleicht hier drin. Holzschwert. Oh, cool. Gold. Zum Spielen. Ein Anglerhut, okay. Und hier? Gold. Nehmen wir noch das Nordmate mit. So, haben wir denn hier irgendwas? Kleidung, Tunika. Ah, da haben wir schon reingeschaut. Was sonst? Ein Kessel. Wo können wir denn das finden? Muss irgendwo draußen sein, doch. Ja, gut. Die Richtung. Ah, okay, unter der Brücke ist eine Truhe. Joftens Notizen. Orkische Bogen, cool. Ebenerz. Gold 60. Quecksilberbahn 3. Zaubertank des Volltreffers. Okay, ja, dann gehen wir nach Falkenring natürlich. Aber zuerst möchte ich kurz das Buch lesen. Nahe Thorons Versteck entdeckten wir ein uraltes Schlachtfeld. Auf dem Boden lagen Waffen und Rüstungen der goldenen Heiligen und der dunklen Verführer verstreut. Dort nahmen wir die Waffen und schlossen uns als Banditen unter ihrer Bande zusammen. Seitdem studiere ich als einziger Schmied diese unwirklichen Artefakte. Endlich haben meine Anstrengungen Früchte getragen und ich konnte die exquisite Handwerkskunst der großen Täter reproduzieren. Mein Verstand ist nicht mehr das, was er einst war. Sollten meine Erinnerungen davon gleiten, können diese Worte zumindest anderen helfen, die Kunst am Leben zu erhalten. Ein Narr, der Waffen aus Gold schmieden würde, denn es ist zu weich, und doch sind die Goldklingen der Heilige flink und härter als Stahl. Wie kann das sein? Drei Dinge müssen beachtet werden. Zuerst muss die Struktur des Objektes mit veredeltem Mondstein verstärkt werden. Dann muss das Gold angehämmert werden, wenn es knapp unter seinem Schmelzpunkt erhitzt wurde. Und drittens verwandelt die Zunahme eines Deodorherzes während dem Erhitzen des Objektes, damit es in Form gehämmert werden kann, die Attribute des Metalls vollständig und verleiht ihm ungekannte Härte. Der Prozess des Schmiedens der dunklen Rüstung der Verführer ist ähnlich, benötigt aber mehr Fingerfertigkeit. Ihr müsst das Formen des unnachgiebigen Erz mit dem formbaren Quecksilber vereinen. Die Hitze muss genau stimmen oder Form und Ganzheit der Ausrüstung geht verloren. Wie zuvor müsst ihr das dätische Herz hinzufügen, wenn ihr das Metall erhitzt. Okay, das ist interessant. Das können wir jetzt kräften? Nice. Okay, also jetzt schauen wir nochmals auf die Karte. Es müsste eigentlich jetzt genau beim Turm sein. Weiter Richtung Süden. Der Turm ist zu sehen auf dem... da? Okay. Ja. Ist da rechts. Und jetzt müssen wir Richtung Süden. Okay, ist nix. War hier nicht dieser Tempel? Ja, laden. Immer schön laden, liebe Spiel, nicht zu sehr hängen bleiben, gell? Ah, okay, da hat's Häuser. Okay, wir haben es gleich erreicht. Schauen wir.
mir doch mal das Dorf kurz an. Okay. Sehr interessant, also wir könnten eigentlich hier runter. Direkt. Ja, machen wir mal. Okay. Okay, im nächsten Part schaue ich, dass das vorbei ist mit dem Ruckeln. Ist wahrscheinlich wirklich nicht die Video. Die blöden Einstellungen sind manchmal automatisch bei einem Patch oder so. Und dann habt ihr plötzlich schönere Grafik, aber das Spiel ruckelt. Schrein von Arkai, okay. Okay, Segen. Oh, guten Tag. Ja, ich glaube, das Spiel hat ist ein bisschen überfordert. Wir kommen einfach raus. Ich weiß nicht genau, welches Segen. Locken. Nein, das ist Amulett von Ständer. Ah, hier. Gesundheit, okay, das ist nett. Der Gott Arkai war einst so gebunden an die sich windende Sterblichkeit. Aber er hat sein Leben bereitwillig aufgegeben, damit wir die Launen von Leben und Tod besser verstehen können. Durch die Ebbe und Flut dieser kosmischen Gezeiten. Fremdlinge wie ihr bringen den Krieg. Schließlich Frieden. Ich habe genug vom Krieg. Möge der Geist von Lavinia und allen, die diese Welt und ihr Leid verlassen haben, den heiteren Gleichmut von Aetherius kennenlernen. Und mögen wir eines Tages in der Ewigkeit wieder mit ihnen vereint werden. Okay. Matthias. Eine traurige Zeit. Ich verkaufe Kürbisse. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Kürbis, ein Gold, wow. Ist dieser Ort immer so düster? Ja, und ich kann nicht sagen, warum. Meine Frau und ich denken, dass hier dunkle Magie am Werk ist. Oder vielleicht ist Arkais Einfluss stark und er möchte es so. Wer ist gestorben? Unsere Tochter, unser kleines Mädchen. Sie hat ihren 10. Winter nicht erlebt. Okay. Wer war das? Sinding. Er kam zum Arbeiten. Wirkte wie ein anständiger Mann. Wir halten ihn unter Verschluss, während wir uns überlegen, was wir mit ihm machen sollen. Wenn ihr euch zutraut, ihn ansehen zu können. Oh je. Was könnte einen Mann dazu treiben, so etwas zu tun? Wie ist sie gestorben? Sie wurde... Er hat sie in Stücke gerissen. Wie ein Tiger ein Reh. Wir haben kaum genug gefunden, um sie zu begraben. Wie hat er das gemacht? Warum hat die Stadt einen so großen Friedhof? Ehrliches Geld Nein. für ehrliche Arbeit. Nein, so wie Kohl. Warum hat die Stadt einen so großen Friedhof? Der Friedhof ist uralt, sogar älter als die Stadt. Ich bin kein Gelehrter, aber ich weiß, dass hier im Laufe der Geschichte viele Kämpfe ausgetragen wurden. Nach jeder Schlacht wurden weitere Tote begraben und der Friedhof wuchs. Mittlerweile soll er der größte in ganz Himmelsrand sein. Okay. Dann haben wir noch Kartoffeln. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Gut, jetzt haben wir sicher genügend Geld. Ich verstehe einfach nicht, wer so etwas tut. Mein Mann Matthias und ich betreiben den Totenlichthof. Okay. Dann haben wir hier noch In diesen Kust. Gräbern ruhen die Söhne und Töchter von Falkenring. Zeigt Respekt, solange ihr hier seid. Dann gibt es zwischen uns beiden auch keine Probleme. Scheinbar anwischt oder so. Okay. Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ich kümmere mich um den Schrein. Okay. Krieg ist für Falkenring nichts Neues. Ihr braucht nur auf unseren Friedhof zu gehen, um euch davon zu überzeugen. Ach, hier bist du. Seid ihr ein Priester von Arkai? Ja. Nach dem großen Krieg habe ich Arkais Licht gesehen. So viele sind durch meine Hand, durch meine Magie gestorben.
Ich habe Glück, dass Kust und die Menschen von Falkenring mich als einen der ihren akzeptiert haben. Könntet ihr einem alten Elf einen Gefallen tun? Ich habe mein Tagebuch bei der Erforschung einer Höhle verloren. Ich bezahle euch auch, wenn ihr es mir zurückbringt. Ja, machen wir. Arkay segne euch für eure Hilfe. Könnt ihr mir etwas über Beschwörung beibringen? Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei, aber seid vorsichtig. Ja, sehr toll. Kümmert ihr euch allein um diesen Friedhof? Oh, barmherziger Arkay, nein. Ich bin zu alt und gebrechlich und dieser Friedhof ist zu groß. Kust ist mein Assistent. Er hilft mir, die Grabsteine zu pflegen und unseren Friedhof sauber zu halten, wie es sich für einen Ort der Ruhe gehört. Ah, okay. Er kümmert sich auch um den Friedhof. Aber sieht aus wie ein Wächter. Wenn ihr es finden könnt. Ja, wir werden gerne danach suchen. Edra und Dedra. Okay. Dankeschön. Kust ist fahr. Für die Gastfreundschaft. Die Anzahl von Gräbern auf diesem Friedhof nimmt niemals ab. Missachtet das Gesetz und ihr missachtet mich. So, dann können wir uns gleich noch ein bisschen umsehen. Und dann gehen wir mal ins Gasthaus zu übernachten. Okay. Jo. Wo ist denn das Gasthaus? Das ist wahrscheinlich das Sialgebäude, ja. Hier, hä? Okay, haben wir hier noch einen Schmied? Ist der draußen? Nö. Den besuchen wir also morgen. Okay, hier geht's. Lasst mich raten. Noch. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Ja, natürlich. Eine Sahneschnittchen. Okay, dann gehen wir doch zum Alchemist noch kurz. So, Della. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, gebt mir einfach Bescheid. Ich hab... Okay. Seid gegrüßt. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Fremden. Als Sturmmantel habe ich viele davon kennengelernt. Ihr habt von einem Bruder gesprochen? Wer ist das? Sein Name ist Bolund. Er arbeitet in der Sägemühle unten am Fluss. Ihr solltet nicht erwarten, lange Gespräche mit ihm führen zu können. Er redet nicht gern. Besonders nicht, wenn er Leute nicht kennt. Okay, ihr wart aber mal am See, die Sägemühle. Seid ihr ein Sturmmantel? Ich war es mal. Ich wurde dann in einem Gefecht in der Nähe von Windhelm verwundet. Aber das ist Jahre her. Jetzt kämpfe ich zwar nicht mehr in Ulfriks Namen, ehre aber immer noch seine Ideale. Himmelsrand ist das Land der Nord. Und wir sollten hier herrschen. Wir brauchen keine Hilfe vom Kaiserreich. Okay. Wenn ihr etwas aus meinem ja, dann gehen wir mal weiter. In die Taverne. Totmannstrunk. Ah. Was kann ich für euch tun? Sagt Bescheid, wenn ihr noch etwas braucht. Und da ist auch er. Irgendwo noch einen sauberen Becher. Kust ist verantwortlich für den Friedhof hier in Falkenring. Ich kümmere mich Hallo, um Narn. Den Schrein. Dalgeir? Okay. Bei Schorsgebeinen. Ein hübsches Mannsbild in Falkenring. Was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig? Hungrig? Beides? Okay, ist jetzt auch nur so Sachen. Hey, kommt drauf an. Lass mich mal reinschauen. Nein, lass mich ja kommt drauf an. Seid ihr durstig? Na, zuerst Hungrig? Essen. Beides? Okay. Ja, jetzt geht's Salz, okay. Auf Wiedersehen. Oh, Olga Venezia. Willkommen im Todmannstrunk. Den letzten Tag Gedichte, gell? Das heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändert. Dann wollen wir diesen okay, Hunger nicht doch so viel los hier drin. Ja. Wenn ihr interessanten Trans- Gut, dann reden wir im nächsten Part davon. Weiter hier drin mit den Leuten. Und schauen mal,
beim Jarl vorbei. Bis dann. Tschüss.